Deutschland liegt in der Mitte Europas und ist das bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Es ist ein demokratischer Rechtsstaat, ein Wohlfahrtsstaat, wo Freiheit und persönliche Selbstentfaltung, Toleranz und Individualität wichtige Werte darstellen. Undifferenzierte Pauschalierungen durch Fehlverhalten Einzelner, insbesondere bei Minderheiten, sind gerechterweise nicht gern gesehen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf das Waffengesetz in Bezug auf die innere Sicherheit zu sprechen kommen. Hauptsächlich geht es hierbei um die Bundesrepublik Deutschland, jedoch werden auch Vergleiche mit anderen Ländern eingebunden. Da ein Großteil der Bevölkerung unter dem Wort Waffen primär Schusswaffen versteht, sind in diesem Video mit der Bezeichnung Waffen erlaubnispflichtige Schusswaffen gemeint, es sei denn, es ist explizit anders erwähnt oder es geht aus dem Kontext hervor. Vorab möchte ich anmerken, dass ich weder für den freien und unregistrierten Verkauf aller Feuerwaffen bin, jedoch den kontrollierten und registrierten Zugang zu Waffen befürworte. Wer darf in Deutschland Waffen besitzen? Um eine Waffe besitzen zu dürfen, bedarf es in Deutschland einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Diese bekommt man, wenn man 5 Punkte erfüllt. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um eine Kleinkaliberwaffe oder eine Einzellader-Schrotflinte bis zum Kaliber 12 erwerben zu dürfen. Alle anderen Arten von Waffen, beispielsweise Zentralfeuerpistolen oder auch ein Repetiergewehr, darf man erst ab 21 Jahren erwerben und bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres benötigt man ein psychologisches Gutachten. Der nächste Punkt ist die Zuverlässigkeit. Zuverlässig bedeutet, dass jemand keine Vorstrafen hat oder durch unverantwortliches Handeln aufgefallen ist, zum Beispiel bei einer Trunkenheitsfahrt oder verfassungsfeindliche Überzeugungen hat. Der nächste Punkt ist die Sachkunde. Eine anerkannte Sachkundeprüfung muss vorliegen. Diese beinhaltet hauptsächlich technische Fragen, Fragen zum Thema Notwehr, Nothilfe, Notstand und zum Waffengesetz. Der vierte Punkt ist der Bedürfnisnachweis. Man muss nachweisen, dass man eine Waffe für einen staatlich anerkannten Verwendungszweck erwerben möchte. Ohne einen anerkannten Verwendungszweck bekommt man keine Erlaubnis. Diese sind im Allgemeinen drei verschiedene. Die sportliche Nutzung. Wenn man eine gewisse Zeit bei einem Sportverein mitschießt und aufgenommen wird, dann wird nach einem Jahr der Mitgliedschaft ein Bedürfnis anerkannt und der Verband stellt bei regelmäßiger Teilnahme eine Befürwortung für die Behörde aus. Die Jagd. Dazu ist eine bestandene Jägerprüfung notwendig und ein gelöster Jagdschein mit nachgewiesener jagdlicher Haftpflichtversicherung. Als Sammler. Die am seltensten erteilte Erlaubnis. Üblicherweise sammeln diese historische Waffen, abgesehen von einigen Sachverständigen. Der nächste Punkt ist die persönliche Eignung. Dies wird in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Waffengesetz behandelt. Dort wird definiert, wer nicht die geforderte persönliche Eignung hat. Beispielsweise gilt das für Alkohol- oder Drogenabhängige, debile Personen oder Personen mit psychischen Erkrankungen. Wenn jemand aus körperlicher Einschränkung nicht mit einer Waffe umgehen könnte, zum Beispiel beim Tourette-Syndrom, gilt diese Person ebenfalls nicht als geeignet. Natürlich können Behinderte auch Waffen besitzen. Rollstuhlfahrer beispielsweise, die regelmäßig mitschießen können, oder Leute mit Rücken- oder Knieproblemen. Insgesamt sind 5,5 Millionen Waffen registriert. Das sind also 3 bis 4 Waffen pro Berechtigten. Jäger haben meist etwas mehr, da die Anforderungen für die verschiedenen Wild- und Jagdarten unterschiedliche Voraussetzungen an die Waffe stellen. Sportschützen besitzen oft weniger. Diese 5,5 Millionen sind jedoch ausgesprochen wenig im Vergleich zu den illegalen Waffen, die, je nach schätzender Stelle, zwischen 13 und 40 Millionen liegen. Die hohe Zahl stammt daher, dass zahlreiche Feuerwaffen jahrzehntelang frei verkäuflich waren und sich mehrere Armeen auf deutschem Boden aufgelöst haben. Zuletzt verschwanden beim Abzug der Roten Armee in den 90er Jahren hunderte Tonnen Kriegsmaterial. Ebenfalls wurden und werden Waffen geschmuggelt,
hauptsächlich aus den Jugoslawien-Konflikten oder, wie hier, von dem Lotterieaufstand 1997, als tausende Waffen aus den Kasernen gestohlen wurden. Aber dieses Video befasst sich mit den legalen Waffen im Hinblick auf die Kriminalitätsraten. Oftmals wird dabei auf die Zahl der Tötungsdelikte verwiesen. In Deutschland waren das im Jahr 2014 624 Tote nach der polizeilichen Kriminalstatistik. Sie setzt sich zusammen aus allen Tötungsdelikten ohne Selbstmord und Notwehrtote. Von diesen 624 Toten wurden 61 mit einer Schusswaffe, legal oder nicht, getötet. Laut einem Artikel im Spiegel vom 11. März 2016 sind zwischen März 2009 und dem Erscheinen des Artikels rund 60 Menschen mit legalen Schusswaffen getötet worden. Das sind in diesen 7 Jahren dann 8 bis 9 Legalwaffentote pro Jahr. Wenn Waffengegner also argumentieren, dass Waffen im Privatbesitz verboten werden sollten, dann geht es ihnen um diese 8 bis 9 Menschen bzw. 1,44% der Tötungsopfer. Für mich liegt, wenn über 98,5% der registrierten Tötungsdelikte mit allen anderen Tötungsmitteln begangen wurden, der Schluss nahe, dass der Täter genauso gut an die Besteckschublade oder den Werkzeugkasten hätte gehen können, um seine Tat zu begehen. Nicht bei diesen Zahlen berücksichtigt ist die Dunkelziffer bei Tötungsdelikten. In der Märzausgabe 2008 in der Gewerkschaftszeitung der Gewerkschaft der Polizei wird beschrieben, dass rund die Hälfte der Todesfälle gar nicht als solche erkannt werden. Dies geht aus einer Studie der Uni Münster hervor. Allerdings werden in dieser Dunkelziffer auch unentdeckte Freitode, fahrlässige Tötungen, Unfälle und Ärztefusch mit eingerechnet, so dass lediglich ein Teil als nicht erkannter Tötungsdelikt gewertet werden kann. Da man Schusswaffentote grundsätzlich immer als solche identifizieren kann, würde deren Anteil an der Mordstatistik sinken. Selbst wenn der unentdeckte Anteil von Tötungsdelikten bei gerade mal 20% liegen würde, wäre das eine Gesamtzahl von 750 Menschen. Der Anteil, der mit Legalwaffen erschossen worden wäre, läge dann gerade mal bei 1,2%. Allein die Anzahl der unbekannten Tötungsopfer, die nie als solche erkannt werden und wo auch nie jemand verurteilt wird, ist viel größer als die Anzahl, die mit Legalwaffen getötet wurden. Vergleichen wir die Bundesrepublik mit anderen Staaten. In Österreich beispielsweise kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, ein Repetiergewehr kaufen. Lediglich muss man eine Abkühlphase beachten, also muss man 2-mal zum Händler gehen. In Österreich ist allerdings auch die Verteidigung des eigenen Lebens in der Wohnung anerkannter Verwendungszweck. Man kann also die Verteidigung des eigenen Lebens in der Wohnung als anerkannten Verwendungszweck angeben, wenn man eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt. Damit kann man bis zu 2 Pistolen erwerben. In einem zumindest teilweise deutschsprachigen Alpenstaat ist die Mentalität ähnlich. In der Schweiz, wo seit jeher bis heute 90% der Männer ihren Wehrdienst leisten. Traditionell nimmt jeder Schweizer Soldat sein Gewehr nach seiner Dienstzeit mit nach Hause. In den Jahrzehnten vorher sind hunderttausende Waffen unregistriert in den Umlauf gekommen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um das Sturmgewehr 57. Heute wird meist das SG-90 ausgegeben. Erst seit 1992 werden die ausgegebenen Waffen registriert. Aber auch in der Schweiz ist es möglich, ein Repetiergewehr, beispielsweise ein Karabiner K11, frei zu erwerben. Vergleichen wir die Tötungsrate dieser drei Länder. Als erstes nenne ich Deutschland. Die Tötungsrate liegt hier bei 0,8 pro 100.000 Einwohner bezogen auf ein Jahr. Die Tötungsrate von Österreich liegt bei 0,9. Zuletzt nenne ich die Schweiz, das Land, wo jeder Mann sein Sturmgewehr mit nach Hause nimmt. Die Tötungsrate dieses Landes liegt bei 0,6. Bevor man mir jetzt sagen möchte, dass die Schweiz nur deswegen eine so geringe Tötungsrate hat, aufgrund der dünnen Besiedlung, möchte ich gerne sagen, dass die höchste Registrierungsdichte an Waffen in den Ballungsräumen liegt. An der Spitze dabei sind Basel, Schaffhausen und Genf. Dabei geht es nicht um die totale Zahl, sondern um die Dichte der Waffen pro 1000 Einwohner. Kritiker sprechen immer mal wieder von amerikanischen Verhältnissen. Doch was bedeutet das überhaupt?
Die USA haben eine Tötungsrate von 4,7. Das ist dieselbe wie in unserem östlichen EU-Partnerstaat Lettland. Also könnte man eigentlich auch von lettischen Verhältnissen sprechen. Hier habe ich die Mordrate einiger Regionen aufgelistet. Die Mordrate der USA beinhaltet, anders als in Europa, einen beachtlichen Teil an Bandenschießereien. Als erstes nenne ich den District of Columbia, der trauriger Tabellenführer in der US-amerikanischen Mordstatistik ist. Wie man sieht, ist die Waffendichte dort ausgesprochen gering. Als nächstes Wisconsin, North Dakota und Maryland. Gut erkennbar sind Wisconsin und North Dakota sicherer als Maryland, obwohl fast jeder zweite Haushalt eine Waffe hat. Hawaii hat eine geringere Verbreitung an Waffen, doch die Tötungsrate ist deutlich höher als beispielsweise in North Dakota. Nun werden viele sagen, dass die Bevölkerungsdichte mit zu berücksichtigen sein sollte. Nicht umsonst habe ich mir die Arbeit gemacht und diese auch mit aufgelistet. Abgesehen davon gelten in Ballungsräumen die gleichen Waffengesetze und auch dort ist es verboten, Menschen zu töten. Ein Vergleich zwischen Louisiana und Wisconsin, die vergleichbare Bevölkerungs- und Waffenwerte aufweisen, habe ich als aussagekräftige Erläuterung ausgesucht. Wie man sieht, ist die Tötungsrate in Louisiana 3,5-mal so groß wie in Wisconsin. Manche Menschen neigen mit unterschiedlichen Formulierungen zu sagen, Waffen machen kriminell. Wenn man die Bevölkerungsdichte ansieht, könnte man eher sagen, Städte machen kriminell. Woher kommt das? Kriminelle Banden bilden sich eher in sozialen Brennpunkten der Städte. Diese tragen erheblich zu den Waffentoten der USA mit bei. Die Zahl der Waffen steigt in den USA unterdessen, während die Mordrate fällt. 4,7 ist im Vergleich zu Europa mit 3,0 nicht so viel schlechter in einem Staat, wo die Sozialsysteme nicht den Standard haben wie in Europa. Die höchste aktuelle Tötungsrate in einem EU-Land liegt bei 6,7. Als Ergänzung habe ich noch Honduras aufgeführt. Selbst wenn jeder Waffenbesitzer nur eine einzige Waffe hat, ist die Verbreitung bei gerade mal 1,22%. Die Waffendichte ist dort also deutlich geringer als in Deutschland. Doch die Mordrate mit 90 ist über 100 Mal höher. Die US-Amerikaner, insbesondere in ländlichen Gegenden, erwerben Waffen, anders als wir Europäer, hauptsächlich für den Selbstschutz und eventuell den Schutz ihres Eigentums. An dieser Stelle möchte ich kurz auf das Thema eingehen. Anders als zahlreiche Waffengegner zu glauben scheinen, liegt die Hauptwirkung einer Waffe im Verteidigungsfall nicht in der Wucht der Kugel, sondern beim Anblick. Das Drohpotenzial ringt auch erfahrenen, abgebrühten Verbrechern Respekt ab. Man stelle sich die Situation vor, eine ältere Dame hört im Erdgeschoss ihres Hauses nachts ein Rumpeln. Sie geht runter und sieht im Halbdunkeln zwei maskierte, extrem kräftige Männer von 2 Metern Körpergröße, die ihre Wohnung durchwühlen. Auf die Bitte, sie mögen doch gehen, werden sie vermutlich lachen und auf die ältere Dame zugehen und nichts Gutes tun. Anders wäre die Situation, wenn die Dame eine Schrotflinte in der Hand hätte und auf die Einbrecher richten würde. Sie würden gehen, selbst wenn sie ihrerseits bewaffnet wären. Niemand wird sein Leben in einem Hollywood-reifen Feuerkampf riskieren, solange er denn flüchten kann. In Deutschland jedoch ist das erste Szenario der übliche Verlauf. Ein Großteil der Bevölkerung identifiziert sich eher mit einem Überfallopfer als mit einem Einbrecher, Vergewaltiger oder Mörder. Umso verwunderlicher ist es, dass ein Teil der Bevölkerung eine restriktivere Waffenregelung und damit ein Waffenmonopol für Verbrecher begrüßt. Kommen wir zurück nach Europa. Ich möchte auch auf ein anderes anglophones Land zu sprechen kommen. In dem noch EU-Staat England sind Faustfeuerwaffen und großkalibrige Selbstladebüchsen komplett verboten. Schrotflinten dürfen nur maximal 3 Schuss aufnehmen können. Gassignalwaffen sind ganz verboten und Airsoftplastik geht nur über den Sportverband. Vielleicht wird mancher Aktivist sich dort sicherer fühlen. Trotzdem ist die Tötungsrate dort 25% höher als bei uns. Wer 25% für wenig hält, soll nicht argumentieren, dass die Tötungsrate, die in Deutschland bei den besagten 1,44% mit Legalwaffen liegt, so bedrohlich sein soll.
Nachdem im Jahr 1997 in Großbritannien die Faustfeuerwaffen verboten wurden, stieg die Anzahl der Tötungsdelikte in den folgenden Jahren um 25% an und konnte erst durch den Ausbau der Polizei und den massenhaften Einsatz von Kameras an öffentlichen Plätzen wieder auf das Niveau von vor 1996 gesenkt werden. Wie man sieht, ist keine Senkung der Mordrate eingetreten. Das Gegenteil ist der Fall. Im gleichen Zeitraum ist die Mordrate in den meisten EU-Staaten übrigens gesunken. Die Verschärfung des Waffengesetzes hat absolut nichts gebracht. Im Anbetracht der vorgelegten Fakten ist es doch etwas hypothetisch, Waffen als einen Grund für menschlichen Zwist anzusehen. Ein Messer, womit man sich jahrelang was zu essen gemacht hat, ist ja auch nicht plötzlich böse, wenn man sich dann in den Finger geschnitten hat. Aber auch ich möchte etwas hypothetisch argumentieren. In Deutschland ist eine Armbrust registrierungsfrei für jeden volljährigen Bürger erwerbbar. Besonders mit Jagdspitze ist eine Gewebszerstörung bei Einsatz gegen ein Lebewesen hoch. Wir nehmen den hypothetischen Fall an, eine Armbrust wäre erlaubnispflichtig. Ein Entwurf für ein neues Gesetz würde Armbrüste nun frei verkäuflich machen. Die Folge wäre, dass unzählige Waffengegner davon ausgingen, dass jeder eine solche Waffe zu Hause hätte und zahlreiche Bürger nun damit erschossen werden würden. Die derzeit gelebte Realität beweist das Gegenteil. Kaum jemand hat eine Armbrust und ich muss auch nicht damit rechnen, dass mein Nachbar mir einen Bolzen in den Körper schießt, wenn ich ihn mal bitte, seine Musik leiser zu machen. Manche Prepper empfehlen die Armbrust auch als Mittel der Heimverteidigung, da sie eine ausgesprochen hohe Drohwirkung hat und diese ausreicht, einen Fluchtraum durch diese Abschreckung zu verteidigen, bis die Polizei eintrifft. Kommen wir zur Wahrnehmung des besagten Themas durch die Allgemeinheit. Ich habe schon Leute sagen hören, dass Pistolen verboten sind. Das ist nicht richtig. Sie sind lediglich erlaubnispflichtig. Sätze wie dieser zeigen, dass Waffenbesitz in der Bevölkerung oftmals als, ich sage mal, parakriminell wahrgenommen werden. In Deutschland kennen viele Leute Waffen nur aus dem Fernsehen, wo sie häufig zum Einsatz gegen Menschen dargestellt werden. In Europa und auch in Amerika ist das natürlich nicht der normale Fall. Täglich werden Zehntausende Patronen allein in Deutschland verschossen, wo Sport ausgeübt wird oder der Jagd nachgegangen wird. Die Assoziation des Bürgers bleibt also: Waffen gleich Schießerei gleich Verbrecher. Die Folge des abgeschotteten Kontakts der Bevölkerung ist Skepsis gegenüber Waffen und ihren Besitzern. Das erinnert mich an einen Fernsehbericht zum Thema neue Bundesländer. Dort lautete der Tenor: In den neuen Bundesländern seien die Bürger deshalb häufiger fremdenfeindlich, nicht obwohl es dort wenig Migranten gäbe, sondern weil es dort weniger Migranten gäbe. Der Mensch fürchte das Unbekannte. So scheint es auch in Bezug auf Waffen zu sein. Sätze wie "Jede Sportwaffe ist eine potenzielle Mordwaffe" ist letztlich eine Weiterleitung des Satzes "Jeder Mensch ist ein potenzieller Mörder". Schließlich ist der Gebrauch der Gegenstände an den Menschen gebunden. Angst ist subjektiv. Der Mensch fürchtet es mehr, mit einer Schusswaffe bedroht zu werden, als mit einem Hammer. Obwohl der Hammer über Jahrhunderte eine überaus effektive Waffe war und ist. Nicht umsonst ist in der Mythologie der Hammer die Waffe des germanischen Kriegsgottes gewesen und ein Symbol für diesen Glauben. Waffenbesitzer assoziieren Waffen anders. Waffen gleich Spaß am Papierstanzen, an der Präzision, an der ausgeklügelten Technik und seine Vereins- und Jagdkollegen sehen, wie in jedem anderen Club auch. Millionen von Waffenbesitzern pflegen ihre Passion, ohne jemals eine Gefahr für andere dargestellt zu haben. Schießen und auch das Zerlegen, das Reinigen, Tunen und die Schießergebnisse vergleichen und mit anderen über dieses Hobby austauschen zu können, stellt für mich eine große Bedeutung dar. Das ist ähnlich wie bei einem Fußballfan, für den sein Hobby, wie bei mir, einen wichtigen Teil der Identität darstellt. Das Gegenargument, Fußball kann man nicht mit Waffenbesitz vergleichen, möchte ich wie folgt kommentieren. Was die Bedeutung für den Anhänger angeht, so ist es schon vergleichbar. Was die Sicherheit angeht, ist es zugegeben ein etwas hinkender Vergleich. Doch ich frage mich, wieso der Steuerzahler jedes Jahr rund 100 Millionen Euro für die Polizeieinsätze bei Fußballspielen ausgeben muss, wenn das denn alles so ungefährlich ist. 100 Millionen Euro ist im Übrigen das Lebenseinkommen von 64 Abiturienten, also zwei komplette Schulklassen. Was es auch ist, der Mensch wird immer Mittel und Wege finden, seinesgleichen umzubringen.
so wie er es schon lange vor der Entwicklung moderner Technik getan hat. Um Menschen zu schützen, wird es viele Möglichkeiten geben, sicher sehr viel effektivere als ein Waffenverbot. Und Opfer anderer Tatmittel sind ja nicht weniger wert, beziehungsweise wert geschützt zu werden. Wer also alle Menschen als potenzielle Mörder ansieht, kann ja die Hinterlegung von Fingerabdrücken und Genproben aller EU-Bürger einfordern, was viele potenzielle Täter abschrecken wird. Von allen schweren Delikten. Meine biometrischen Daten würde ich sofort abgeben, doch meine Waffen will ich behalten.